Wenn man einem Menschen jeden Tag sagt, dass er schlecht aussieht, dann wird er sich irgendwann schlecht fühlen. Viele Menschen aus Afghanistan, die nach Österreich geflüchtet sind, kennen dieses Gefühl. Immer wieder sind sie mit Vorurteilen konfrontiert. Die afghanische Community in Österreich tut sich dementsprechend schwer mit ihrem aktuellen Image. Um die eigene Reputation zu verbessern und um gegen Vorurteile anzukämpfen, haben einige von ihnen gemeinsam mit Menschen aus dem Iran eine ganz besondere Veranstaltung organisiert. Zu erleben gab es unter anderem eine Modenschau. Soran Dobritsch war dabei. Die afghanisch-iranische Modeschau ist nur ein Teil der ersten gemeinsamen Kulturveranstaltung der in Wien lebenden afghanischen und iranischen Communities. Ihre Religion, der Islam, ist für sie nach wie vor ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Dennoch sind viele hier immer mehr auf das weltliche europäische Leben fokussiert. Ich bin hier geboren, ich war noch nie in Afghanistan, aber trotzdem fühle ich mich zu Afghanistan gebunden. Es ist ja meine Kultur, es ist meine Heimat. Eigentlich ist aber Österreich meine Heimat, aber Afghanistan ist ja meine zweite Heimat sozusagen, in der ich noch nie war. Sehen Sie eine Chance, dass Sie nach Afghanistan bald kommen könnten? Ich wollte schon immer nach Afghanistan, aber meine Eltern haben mich nie gelassen, weil dort werden Leute noch immer getötet. Es gibt Bomben, also Selbstmordanschläge, genug jeden Tag. Seit Jahren ist die afghanische Community in Österreich immer wieder harter medialer Kritik ausgesetzt. Obwohl sich die afghanische Bevölkerung aus verschiedenen Volksgruppen zusammensetzt, die auch unterschiedliche Religionen und Sitten haben, werden die in Österreich lebenden Afghanen oft pauschal abgestempelt. Wir sind in Afghanistan viele verschiedene Volksgruppen. Und jede Volksgruppe haben ihre eigene Kulturen. Also mit Kleidung, Essen, die Sprache, fast ganz unterschiedlich sind. Es gibt viele positive Dinge oder positive Nachrichten unter der afghanischen Community hier in Österreich. Viele Afghanen, die Jugendliche, gehen in die Schule, sie studieren und sie arbeiten in sehr guten Plätzen. Aber leider, die österreichischen Medien berichten keiner über diese positiven Dinge mehr. Was machen Sie hier? Gehen Sie zur Schule? Studieren Sie? Oder? Ich gehe in Abendgymnasium und ich arbeite als Freiwillig bei der Caritas seit 2,5 Jahren oder so. Ja. Es gibt zum Beispiel die Älteren, die können faul sein, weil die sind 50 Jahre alt, die können nichts mehr lernen. Aber es gibt 20-Jährige, die sind hier und die sind faul. Aber das Ding ist, es gibt mehr Afghanen, die sind fleißig. Und sofort, wenn ein Afghaner etwas macht, und das wird dann in Social Media sein und so. Und deswegen sagen dann alle Afghaner sind faul. Aber das stimmt nicht. Es gibt Afghanen, die sind nicht faul. Zum Beispiel hier, es gibt Afghanen, die machen Theater, die machen Taekwondo und so weiter. Die besuchen Gymnasium, HTL und so. In Österreich, die Leben ist so bequemer als Afghanistan, weil ich habe hier so Sicherheit. In Afghanistan, ich habe keine Sicherheit. Ich kann bis 12 Uhr am Nacht draußen bleiben mit meiner Freundin oder sowas. Aber in Afghanistan, ich kann nicht. Und ich kann hier gut zur Schule gehen. Ich kann Matura machen, arbeiten oder so. Ich habe so meine Freiheit. In Afghanistan, ich habe keine Freiheit. In einem kurzen Theaterstück stellen die afghanischen Schauspieler verschiedene Situationen aus ihrem österreichischen Alltag dar und nehmen sich selbst dabei aufs Korn. Ich heiße Navid. Mein Nachname ist Naderi, Navid Naderi, und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit 2015 schon in Österreich, so 3 Jahre bin ich in Österreich. Und ich mache jetzt eigentlich nichts. Ich wollte beim Hotel Zacher als Kochlehrling anfangen, aber wegen meinem Negativbescheid konnte ich nicht machen. Was sagt die Asylbehörde? Warum dürfen Sie nicht in Österreich bleiben? Eigentlich, das weiß ich nicht. Ich habe zweiter Negativbescheid bekommen, und wenn die afghanischen oder Flüchtlinge zweiter Negativbescheid bekommen, es ist wirklich sehr schwer.
Was machen die afghanischen Männer hier in Österreich anders als in Afghanistan? Also die sind verschieden. Also die Faulen sind zu Hause, machen nichts, zu nicht lernen, nicht Deutsch lernen und so. Und manche wollen die Deutsch lernen, aber es gibt keinen Deutschkurs. So. Und die, sind dann, die bekommen ein bisschen Stress und so. Wie mein Bruder. Er ist in einem Flüchtheim, er kriegt keinen Deutschkurs und so. Deswegen ist er ein bisschen aggressiv geworden. Es wird gesungen und getanzt. Bald sind auch die wenigen Österreicherinnen und Österreicher, die sich zu dieser Veranstaltung gewagt haben, auf der Tanzfläche. Es folgt ein gemeinsames Tanzen, ein Zusammensein, das medial bemerkenswert wenig Beachtung findet. Wir hören immer wieder, afghanische Männer sind aggressiv, geschlagen, Frauen hier sind nicht interessiert an dieser Gesellschaft. Was haben Sie hier davon wahrgenommen? Gar nichts, auch nicht. Auch sie haben auch alle also Deutsch gesprochen, ist nicht perfekt, aber sie haben mit uns Deutsch geredet oder wenigstens Englisch. Also das war gar kein Problem, alle wirklich sehr nett, gar nicht aufdringlich oder so, auf keinen Fall. Also wirklich alle sehr lieb. Ich kannte die meisten Leute nicht, bevor ich hier begonnen habe zu arbeiten, mitzuarbeiten. Aber ich wurde sofort eingeschlossen von den ganzen Leuten. Das habe ich schon mitbekommen und das fand ich ganz schön. Haben Sie hier vielleicht versucht, einen Kontakt mit Frauen aufzunehmen? Ich habe getanzt mit einer Frau. Natürlich möchte ich mit Frauen Kontakt haben. In Afghanistan gibt es für Frauen getrennte Partys, also nicht an einem Ort mit den Männern. Die Frauen dürfen an Theateraufführungen und Konzerten teilnehmen, aber nicht auf der Bühne tanzen. Und hier sind alle zusammengekommen und haben sogar gemeinsam getanzt.